Es dreht sich also letztendlich um eine ganz, ganz einfache Erkenntnis. So, jetzt glaube ich, läuft es erst. Ja. Mach nochmal, ich weiß nicht, weil er gerade erst eingeschaltet hat. Es dreht sich um eine ganz einfache Erkenntnis. Das ist, was ich immer wieder predige, und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja, Und genau. wenn du das Prinzip verstanden hast, was du selbst bist, darum betone ich immer wieder, ich erkläre dir jetzt das, was du selbst bist. Du bist als symbolisch gesetzt ein träumender Geist. Und du steuerst deine Gedanken und deine Vorstellungen. Und was prinzipiell ist, was du zu sehen bekommst, sind deine Informationen. Ja, Und so ich ist. betone immer wieder, das ist hundertprozentig sicher. Es muss deine Information sein, sonst würdest du gar nicht sehen, im normalen Sprachgebrauch. Und wenn du zur Zeitung liest, und ich mache jetzt so ein Musterbeispiel, du hast deine komplett eigenständige Welt, die aus ständig wechselnden Bildern besteht. Und ich mache jetzt nur so, da kann ich jetzt ein bisschen. Das ist ein Weißenburger Dachblatt. Ich hoffe, du kannst es sehen. Was jetzt da natürlich interessant ist, das ist von einem Dr. Walter Dörfler. Der ist 87 Jahre und das ist einer der bedeutendsten Virologen und Genetiker in Deutschland. Jetzt musst du aber noch wissen dazu, jetzt immer wieder die Schönheit mit Holofeeling. Dieser Weißenburger, der ist 33 im Weißenburg geboren, 33 ist die Welle. Und denn sein Vater, wir haben in Weißenburg eine Dr. Dörfler Straße, Geheimrat Dr. Dörfler Straße, genau genommen, das war, wie ich ein Kind war, war das die Krankenhausstraße. Da war das alte Weißenburger Krankenhaus gestanden. Und der war Chefarzt und Gründer vom Weißenburger Krankenhaus, 1800 Schnuffi. Ja. Das ist denn sein Vater. Und dann gibt es noch mal einen, das sind alles Weißenburger. Und dann gibt es Aha. noch mal einen, auch aus dem 18. Jahrhundert, der Bruder ist sehr politisch engagiert gewesen zu der Zeit. Aber interessant ist, dieser 87-Jährige ist immer noch extrem aktiv, arbeitstechnisch, wohnt übrigens auch in Weißenburg. Und ich will jetzt da ganz kurz ein bisschen, ich lese das einfach vor. Und zwar wurde jetzt wegen Corona wurde von Weißenburger Journalistin hier interviewt. Warte mal, wo ich da ganz einfach. Herr Dörfler, die Frage, Herr Dörfler, ich erinnere mich an einen Vortrag von Ihnen in meiner Schulzeit. Da haben Sie erzählt, für einen Virologen ist es unglaublich faszinierend, wenn jemand in einem öffentlichen Verkehrsmittel hustet oder niest. Und er antwortet darauf, ja, ganz genau. Das ist natürlich der Weg für die Viren, von einem zum anderen zu kommen. Und deswegen tragen wir alle die Masken und versuchen uns zu isolieren. Aha. Und dann die nächste Frage, warum konnte sich das Coronavirus so schnell ausbreiten? Jetzt, ich habe mit meiner Kollegin Frau Dr. Weber in Erlangen, der ist also in Erlangen an der Uni, in Köln an der Uni, überall doziert er noch mit, Ja. obwohl das 87 ist, ist also eine absolute Kapazität. Jetzt normal gedacht, Genau. Kapazität kommt von kaputt und Kapital, die Kopf. Worte. Angefangen, die Mutation des Virus zu untersuchen. Das Virus hat 29.903 Nukleoide. Also Buchstaben in seinem Erbgut. Und die kann es in großer Variation abändern. Und es hat irgendwie die Fähigkeit, die Mutation in der Bevölkerung durchzusetzen und sich mit gewaltiger Geschwindigkeit auszubreiten. Ah, unglaublich. Jetzt pass auf, wieso ich das vorlese. Hör einfach zu. Ja. Bla bla bla, da überspringe ich jetzt was. Natürlich ist die Weltbevölkerung mit knapp 8 Milliarden ein hilfreicher Faktor. Es gibt viele Menschen. Und die sind auch sehr beweglich. Sie fliegen von einem Kontinent zum anderen und helfen damit, den Virus auf der Welt zu verbreiten. Jetzt mache ich da einen Sprung und dann geht es dann weiter. Runter. Nun, Frage, nun gibt es einen RNA-basierten Impfstoff. Was ist denn der Unterschied zwischen der DNA und der RNA? Der Unterschied ist eigentlich ein einziges Sauerstoffatom in der Ribosome der RNA gegenüber der DNA. Unser Genom, also unser Erbgut, ist eine DNA. Die meisten Viren hingegen haben ihr Erbgut in einer RNA. DNA ist im Vergleich zur RNA außerordentlich stabil und kann schwer gebrochen werden. Zum Beispiel, Forscher konnten die Genomstruktur des Neandertalers, der vor 30.000 Jahren ausgestorben ist, analysieren, weil die DNA in gefundenen Knochen vorhanden ist. Da hätte die RNA keine Chance. Bla 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 bla. Ja. Und jetzt, du liest es. Und jetzt kommt das erste Paar Holofeeling und darüber müssen wir nicht diskutieren.
egal wer du bist, ob du ein Professor bist, ob du ein ganz normaler Mensch bist, du wirst konfrontiert mit Wissen in Form von Worten, entweder in Büchern, gehörten Worten, in Vorträgen aus einem Lautsprecher raus oder aus einem ausgedachten Menschenmund. Ja. Und da kommen dann Informationen von außen ja angeblich in dich rein und dann wird es deine Information. Und ich sage dir, da außen ist das, so, im Anfang war das Programm. Ja. Und du verwirklichst jetzt das, so wie du die Worte auslegst. Das ist das, was ich in den letzten Selbstgesprächen gesagt habe. Genau. Egal, ob du ein Politiker bist oder ein ganz normaler Mensch bist. Du wirst mit einer unendlichen Vielzahl von Denkmöglichkeiten konfrontiert. Und ich sage immer, die hast du in der Regel immer von außen. Entweder von anderen Menschen, aus Videos oder aus Büchern oder aus Zeitungen. Ja. Und das Erste da außen ist prinzipiell, jetzt hast du mal das, was du dir ausdenkst. Als träumender Geist kannst du dir das nicht raussuchen. Wenn du diese Basis, diesen Change nicht magst, dass du die Kausalität umdrehst, das Klingelingeling-Beispiel, ja, hast du verloren. Genau. Aber jetzt gehen wir mal ins Detail. Und wenn wir ins Detail gehen, jetzt kommt es, ich sage immer wieder, zeig es mir. Zeig mir das heliozentrische Weltbild. Zeig mir, dass die Erde eine Kugel ist. Du bist nicht in der Lage, mir das zu zeigen. Genau. Du kannst mir Bücher zeigen, wo das drinsteht, wo du das geistlos nachäffst. Die ganzen Versuche, und jetzt mache ich mit dieser DNA so oft darauf eingegangen, wenn wir uns das wirklich anschauen. Es ist ein Hirngestrick, es ist ein Konstrukt von diesen Watson and Crick. Das hat noch nie einer gesehen. Und die Bilder, die du jetzt siehst, es sind immer nur Computeranimationen, die hier letztendlich auf Programmen aufbauen. Alles, was hier gemacht wird, basiert am Computer. 29.903 Buchstaben sind da in einem kleinen Corona-Virus mit drin. Und das entschlüsselt er jetzt. Wie lange arbeiten die da dran? Jetzt haben wir schon wieder Vergangenheit, kannst du schon wieder wegstreichen. Ja. Ich erinnere, ich habe ein Update gemacht, das war aus Nano, aus dem Wissenschaftsmagazin auf Dreisat. Ich rede jetzt ganz normal raumzeitlich. Da ist eine Frau Professor, hat eine Riesenauszeichnung bekommen, war ein Bericht drin, weil sie in der Lage war, die DNA von Holsteinrinder zu verändern, dass da keine Hörner mehr wachsen. Ja. Weil mir ein paar die Rinder teilweise die Hörner wegmacht, dass die sich nicht verletzen können. Und da wurde dann aus der DNA, wurden dann hier ein kleines, genau die Stelle in der DNA, die die Hörner wachsen lässt, diese Teile in der DNA hat die ausgetauscht. Habe ich aus der Zeitung, habe ich aus diesem Film heraus. Ja. Jetzt weiß ich aber, erinnere dich, ich mache meinen Nobelpreisträger, der beginnt, das habe ich so oft zitiert, dieser kleine DNA-Helix, dieser DNA-Strang ist so unvorstellbar klein, 2 Trillionstel Millimeter, glaube ich, waren es, dass er nicht einmal in einem Elektronenrastermikroskop gesehen wird. Und ein so ein kleiner Strang hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbücher auf 1000 Seiten. Und da tauscht er jetzt, da ist ja der Coronavirus mit 29.903 Buchstaben relativ winzig. Und da tauscht die jetzt ein paar Buchstaben aus und dann wachsen keine Hörner mehr. Und dann wird es gefeiert und du kriegst Auszeichnungen. Das ist erst einmal das, was ich lese. Ja. Das ist das, was ich lese. Und jetzt baue ich aufgrund der Worte, wenn ich die normal auslege, in meinem Kopf Vorstellungen aus. Und die sind ja alle so gescheit. Mhm. Und ich sage jetzt bloß, zeig's mir. Und du wirst merken, wie unendlich hirnrissig das ist, solange du beweist in Form von logischen Konstrukten. Alles, was die Naturwissenschaft dir beweist. Und erinnere dich an das kleine Beispiel, wo ich jetzt hier mit dem Professor Dörr gemacht habe, ob das das Doppelspaltexperiment ist, das Elektron, das dann hier hineingeschossen wird in die Blasenkammer, das nicht existiert, das Elektron, das nicht existiert und die Atome, die eigentlich gar nicht existieren, weil das alles nur Vorstellungen sind. Diese Dinge sind letztendlich nur aufgebaut auf Wissen, das man nachhilft. Ja. Bei Holofilien geht es nicht um richtig und verkehrt. Kategorie 2 Fragen und 1 Fragen sind überhaupt nicht interessant. Die Frage, was ist die Wurzel für das, was du siehst? Und das bist du zuerst einmal selbst als träumender Geist oder als denkender Geist. Du kannst, und ich trenne immer, auch das betone ich der Genauigkeit halber, es ist kein Unterschied, ob du einfach nur was denkst oder ob du eine sinnlich wahrgenommene Information zu sehen bekommst. Es ist eine Information. Es muss in dir drin sein. Schon das Gehirn, das du dir jetzt wieder denkst, ist schon wieder was Ausgedachtes. Ich rede von dem Mittelpunkt. Ja, genau.
Es ist alles in dem Urknall, bevor er geknallt hat. Und diese Erkenntnis, das ist einmal das Allererste. Wirst du dann aus Worten Max, wie du es interpretierst, und ich kann sagen, es hat alles natürlich einen unheimlich wichtigen Sinn. Es sind Baselstücke vom Heiligen Ganzen. Du hast da nichts zu verändern. Ich habe mich so bemüht, das möglichst einfach in den letzten Sachen zu erklären. Und ich kann immer wieder nur sagen, bemühe dich bitte nicht, irgendeine existierende Information von dir, ob du das jetzt Mensch nennst, auch wenn du den als sinnlich wahrgenommene Information in dir jetzt erlebst, einen Gegenüber, einen ausgedachten Menschen. Du denkst ja dich selber auch aus, wenn du dich körperlich wahrnimmst, wenn du jetzt an den Körper vom Computer denkst. Mhm. Bemühe dich nicht, dass irgendeine vergängliche Erscheinung eine Information das versteht. Du wirst irgendwann einmal zuerst akzeptieren müssen, du musst der Erste sein, der das versteht. Ja. Du stehst hierarchisch vor allem, was du dir ausdenkst. Ja. Du bist mächtiger wie jeder Gedanke, weil du diese Gedanken erschaffst. Du bist sogar mächtiger wie der Gott aller Religionen, weil der bloß was Ausgedachtes ist. Mhm. Das bist du eigentlich selbst. Ja. Aber nur für deine kleine Traumwelt. Mhm. Jetzt ist diese Computermetapher so wichtig. Das ist kein Esso-Geschwätz, wenn ich immer sage, kein religiöses Geschwätz. Und ich habe doch in dem letzten Selbstgespräch, muss ich ganz, ganz kurz schon wieder vergessen, diesen lateinischen Satz negativer non sunt probanda. Ja. Wenn dich erinnerst, das ist so entscheidend, dass in den Rechtswissenschaften ein Grundsatz gilt, du musst niemandem die Nichtexistenz von etwas beweisen. Das heißt, alles, was ich dir jetzt sage, wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Ich muss dir das nicht beweisen, das siehst du. Ist so. Dass du nicht siehst, wenn du nicht dran denkst. Du kannst immer nur das sehen, was du denkst oder was du anschaust. Ja. Ob jetzt das da außen auch dann existiert, wenn du nicht daran denkst, das musst du beweisen. Ja. Wenn ich jetzt wieder sage, jetzt denke an die Sonne oder an das heliozentrische Weltbild, beweise mir, dass das auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Mhm. Und das ist eine schlichtweg eine Möglichkeit. Wenn du das Prinzip verstanden hast, wirst du es nochmal mal mehr versuchen. Und jetzt wird dir der Wahn bewusst und du wirst einen tiefen Respekt kriegen von den Heiligen Schriften. Beweise mir, dass dein Körper existiert, wenn du nicht daran denkst. Mhm. Oder dein Gehirn. Ja. Und jetzt weißt du, wieso das ganze Spiel beginnt. Mach dir kein Bild von Gott, von dem Rotgeschriebenen, und mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Abgesehen davon, das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja. Und die sind immer heil. Ja. Aber erleben kannst du immer nur die Einseitigkeit. Ja, das Spiel, das ist schon die Vollkommenheit. Genau, ja. Weil du immer eine Seite unterschlägst. Ach, ja. Und da baut sich jetzt eine Hierarchie auf, die man dann wieder denken kann. Das ist das Bücherregal, so simple Beispiele mit dem Bücherregal. Ja. Ja. Das heißt, du kannst definitiv, wenn ich jetzt ein Buch habe, kann ich, weiß ich, das sind alle Seiten oder die ganzen Bücher sogar gleichzeitig, die existieren jetzt, so wie die Tasten existieren, wenn du die Tastatur anschaust, gleichzeitig. Aber Detailwissen kriegst du bloß, wenn du dich fokussierst. Genau. Du kannst eine Seite anschauen, dann sind die ganzen Wörter auf der Seite gleichzeitig. Du kannst aber jedes Wort bloß jetzt aussprechen. Mhm. Aber wenn du ein Wort aussprichst, sprichst du es jetzt aus. Und dieses chronologische Denken, dass das zeitlich nacheinander kommt, wo ich immer wieder sage, das ist dann schon eine Vorstellung. Darf ich ganz kurz bei mir Leute zum Haus? Moment, Moment. Bin gleich da. Jetzt ist die große Frage, wo ist die Helene jetzt hingegangen? Diese Helene. Die hat jetzt den Bildschirm verlassen. Die ist aber immer noch da, weil man an sie denken. Es spitzt sich alles in deinem Kopf ab. Das ist jetzt, frag dich einmal selber, inwieweit glaubst du, dass das, was du jetzt siehst oder was du hörst, du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist. Du als das ewig Nichtseinende und deine Informationen in einem ständigen Wechsel, was du halt zu sehen bekommst. Das ist das Einzige, was da ist. Und sollte jetzt dann eine Helene auf dem Bildschirm wieder auftauchen, kommt die nicht von irgendwo aus ihrem Zimmer, von außen irgendwo her, sondern letzten Endes, so jetzt lassen wir nochmal einen anderen auftauchen, das heißt, letzten Endes ist es also so, wo ist jetzt der Holger hergekommen, wo ist jetzt die Helene wieder hergekommen?
Die hat sich jetzt aufgelöst, die Helene, die war nicht mehr auf dem Bildschirm. Aber was war da eigentlich auf dem Bildschirm? War da auf dem Bildschirm ein Mensch? Wo kommen die Sachen her, die du denkst? Und wo gehen sie hin, wenn du sie nicht mehr denkst? Und dasselbe gilt auch für jegliche Form von sinnlicher Wahrnehmung. Das ist die Einfachheit. Und dann wird dir diese unendlich erwahrende Figuren in deinem Traum bewusst. Ohne irgendeinen Vorwurf, weil es ist doch wirklich töricht, dass du dir irgendwelche Wahnsinnige ausdenkst und wirst dir nicht vor, dass die wahnsinnig sind. Das ist ja wie wenn du dir jetzt eine Kiste denkst und für dich ist eine Kiste viereckig und die Kiste ist plötzlich rund, die du dir denkst. Die kann nur rund sein, wenn du sie dir rund denkst. Mhm. Gescheit ist ein Trockennasen auf die Uhr, nur wenn du dir einen Gescheiten ausdenkst, und dumm ist er, wenn du dir einen Dummen ausdenkst. Und wenn du dir einen korrupten Politiker ausdenkst, dann bist du die Ursache für den korrupten Politiker. Es ist ein reines Hirn, ich nenne das immer Hirnwichserei, das sind Konstrukte, das... All das, was du denkst, sagt wesentlich mehr über deinen Glauben aus, wie über den Glauben derer, die du dir ausdenkst, weil die müssen sowieso so sein, wie sie von dir gedacht wurden. Ja. Und das demütiges Eingeständnis und Schweigen. Und Schweigen. Das bringt den Frieden. Alles, was du bisher bewundert hast, dieses kurze Stück hier mit dem Dörr, wo ich reingestellt habe, müsste es ja fast einmal mit der Aufnahme laufen lassen, dass das da nochmal drauf ist, wenn das einer nicht gesehen hat. Warte mal einen kleinen Moment. Machen wir Bildschirm da mit Audio. Dass man hier das merkt, es ist ja das jetzt doch einer von den Feinen. Ich habe auf den Dörr bin ich schon mal eingegangen. Wenn du das Leben raus von den Dörr, D-U-R, berechnete Generation, generierte Berechnung hast ja eigentlich der Nachname. Kleinen Moment. Ganz kurz, wo wir den haben. Ich habe jetzt eine Streamerkamera. Nun, ich weiß etwas von der mikroskopischen Welt. Da gibt es solche Messungen, zum Beispiel Wilson-Blasen kam es eine Streamerkamera, so etwas Ähnliches, indem man die Elektronen, die eigentlich gar nicht existieren, durch ein wassergesättigte Luft schickt, und dort, wo die Elektronen durchlaufen, bilden sich auf einmal Nebeltröpfchen, ja. Das ist also so wie ein Flugzeug, der da oben ist, ja. Auf einmal kriegt er den Kondensstreifen, die eigentlich gar nicht existieren, durch ein wassergesättigte Luft schickt. Nun, ich weiß etwas von der mikroskopischen Welt. Da gibt es solche Messungen. Alles klar? Alles klar. Wenn du wach bist und du hörst dir Vorlesungen an, egal ob das Physik ist oder Theologie ist, ich weiß etwas, wo weiß er das her? Kann er es beschwören? Ich sage immer, du solltest nur noch das beschwören, was du wirklich jetzt auch ganz normal als Mensch gedacht, mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib erlebt hast. Und da musst du zuerst wissen, was Fakten sind. Fakten sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Faktum. Wie oft erzähle ich das? Das Geheimnis liegt in den Worten. Im Anfang war das Wort, aber die muss man ganz heilig betrachten. Das Tun. Das Tun besteht darin, dass du was denkst, Bindestrich träumst, Bindestrich was anschaust. Und du erschaffst es in dem Moment. In dir als Information. Durch das Denken, das sind die Fakten. Die Fakten sind nicht, dass das, was du denkst, unabhängig von dir da außen existiert oder in der Vergangenheit war. Das hat mit Fakten nicht das Geringste zu tun. Beweis es mir. Ich muss nicht beweisen, dass etwas nicht existiert. Das sieht jeder, der bewusst ist, sieht, dass nur das existiert, was jetzt da ist. Man kann natürlich dann auch mit Gedanken und Erinnerungsfenstern, ich kann mir jetzt denken, ich bin heute Morgen aufgestanden als Udo. Das ist aber jetzt da der Gedanke. Ja. Ich könnte jetzt auch beschwören, dass ich das erlebt habe, aber das habe ich jetzt erlebt. Weil was du erlebst, kannst du immer bloß jetzt erleben. Das ist der kleine Satz, beweise mir, dass du in der Lage bist, in einer Minute ein Glas Wasser zu trinken. Ich weiß etwas, die Wassermoleküle, aus dem das Wasser besteht, das hat von Humboldt schon vor 200 Jahren beschrieben und entdeckt. Das weiß ich, sagt der Professor.
Oder mein anderer Professor. Und jetzt schauen wir mal, wie so ein Helixstrang einer DNA aufgebaut ist. Er ist so unvorstellbar klein, dass man nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Aber er hat die Speicherkapazität, da sind 200 Telefonbücher oder 1000 Seiten Daten drin. Nee. Wer hat es entdeckt? Jeder, der dir solche Sachen erzählt, jeder, der dir erzählt, dass ein Jesus gekreuzigt wurde, gut, er hat die Bibel gelesen, das Neue Testament, aber es gibt auch welche, die erzählen dir, dass er nicht gekreuzigt wurde, die haben den Koran gelesen. Ich weiß etwas, da gibt es einen Menschen mit Superkräften, der fliegen kann und der einen Röntgenblick hat und so einen Strampelanzug, einen rot-blauen an hat. Den nenne ich Superman, weiß ich auch, habe ich auch aus das Buch heraus. Was ist in dir drin, dass du beim Bücherlesen sagst, bestimmst, das gibt es und das gibt es nicht? Ich weise immer wieder darauf hin, dass da zuerst einmal die 16 Seiten da sind, die gleichzeitig da sind, wo du zurzeit nicht einmal die 2 Seiten begreifst. Ich mache mal die 4 Seiten mit den amerikanischen Präsidenten. Das kannst du jetzt alles recherchieren und nachlesen und ich schwöre dir, das wird, wenn du gewissenhaft suchst, wird es genau aus dem Internet in dir auftauchen, so wie ich es dir jetzt gesagt habe, du musst bloß lange genug suchen. Wir denken uns jetzt an Trump, ich weise immer wieder darauf hin, dieser Charakter, dieses Pixelmännchen jetzt als Mensch betrachtet, als Trockennasenaffe, der hat eine gewisse Physiognomie, ist ein totaler Psychopath. Da könnte ich jetzt wieder die großen Propheten Heidling, die bayerische Musikgruppe, Shahida, sie kommt der Depp daher, das sieht doch jeder Depp. Und dagegen mache ich jetzt als Spiegelbild den Obama. Ein absolut toller Charakter. Vom Auftreten her, vom begeisternd, sympathisch, ohne Ende. Das sind die 2 Seiten. Kann ich deswegen die äußere Erscheinung, es hast zwar bei Ihnen so außen, das wären aber immer bloß 2. Du musst immer die Gegenteile, die 4 Seiten nehmen. Darum erkläre ich dir das jetzt. Jetzt gehen wir mal in die Geschichtsschreibung rein der letzten Jahre. Obama, sieht man ja, der Gute, hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Trump, böse, Psychopath. Dann auch so Sachen, wie kann man solchen, der hat die Macht über den Atomkoffer in Amerika, über die Atomraketen. So, und jetzt schau dir in die Zeitgeschichte, geh in deine Zeitgeschichte rein, wenn du jetzt ganz wertfrei, das ist wichtig, ich gehe gleich drauf, du musst wertfrei suchen. Wenn du nämlich nicht wertfrei suchst, wird was Eigenartiges passieren, nämlich stochastisches Denken. Mhm. Ja. Das erkläre ich im Nachhinein nochmal kurz. Das heißt, jetzt in der offiziellen Geschichtsschreibung, kein Präsident der letzten Jahrzehnte war so friedensliebend, auch wenn es ein Chaot ist. Es wurden praktisch während der Trump-Zeit kein einziges ausländisches Land angegriffen. Er hat keine Bomben abgeschmissen, er hat die meisten Friedensverträge abgeschlossen, auch auf seine Art und Weise. Man sollte sich auch Gedanken machen in Bezug auf Amerika, wieso fast die Hälfte der Bevölkerung der Amerikaner so wahnsinnig hinter dem Psychopathen stehen. Weil wir dazu hören, das hörst du in deiner Presse nicht. Jetzt können wir wieder sagen, die Presse macht, die ja angreift, die Lügenpresse, weil es dem Mittelstand extrem besser gegangen ist, seit der an die Macht gekommen ist. Du hörst ja fast nicht, was der eigentlich politisch durchsetzen wollte, dass die untere Mittelschicht, die Geringverdiener, überhaupt keine Steuern mehr zahlen müssen und dass die Superreichen mehr in die Taschen müssen. Was natürlich schon wieder, wenn der Fehler mit dabei ist, weil er auch zu den Superreichen gehört. Was ist beim Obama? Da schaust du mal nach, wie der an die Macht gekommen ist, der Friedensnobelpreisträger. Da gibt es Listen, wie viele hunderte Bomben pro Tag von Amerikanern, wie der an die Macht gekommen ist, auf fremde Länder abgeschmissen wurde. Das ist die andere Seite. Jetzt haben wir das Sympathische und das Monster. Ich kann das, es ist zwar wie Ihnen so außen, aber in Bezug auf Physiognomie von Menschen, wir haben 16 Seiten. Und die Heiligkeit wirst du erst erkennen, wenn du merkst, dass die alle im Gleichgewicht sind. Und jetzt komme ich zum stochastischen Denken, was ich immer wieder betone. Du hast erst einmal deine reine Gedankenwelt, die du denkst. Das ist deine Vorstellungswelt, wenn du jetzt deine DNA liest, deine Coronaviren, ob die Krankenhäuser voll sind oder nicht voll sind. Du träumst jetzt. Alles, du musst dir bewusst machen, ich sage, schau in dich rein, was du glaubst, was du glaubst. Und sobald du glaubst in deinem Programm, dass diese Programmstrukturen unabhängig von dir da außen existieren, kannst du dir das beweisen? Aufgrund dieses Glaubens kannst du diese Vorstellungen, zum Beispiel den Eiffelturm, auch auf die VR-Brille holen. Ja. Oder wie oft habe ich das Beispiel gesagt? Du weißt jetzt meinetwegen was von einem Kreuzfahrtschiff, AIDA, und du glaubst, es ist da außen. Also kannst du das
in deinem Videospiel auch auf die Feuerbrille holen. Du kannst es realisieren, materialisieren. Die Ursache ist aber dein Glaube. Mhm. Sobald du glaubst, dass es es da außen nicht gibt, kannst du es auch nicht auf die Feuerbrille holen. Ja. Das ist jetzt der Hexenkessel, dass du zuerst einmal die vollen Krankenhäuser oder die leeren Krankenhäuser sind ja zwei Seiten. Wenn du das jetzt in deiner Traumwelt überprüfen willst, realisieren willst, musst du das ja auf deine Feuerbrille holen. Ja. Dann wird das auf deiner Feuerbrille auftauchen, was du glaubst. Was jetzt übrigens auch bloß wieder eine einseitige Aussage, es gibt dann immer die Ausnahme, die die Regel bestätigt, wo du sagst, oh, ist ja gar nicht so. Da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Aber prinzipiell, ich sage mal, die Ausnahme, die die Regel bestätigen, sind nötig, dass man da auch ein Gleichgewicht kriegt. Mhm. In den meisten Fällen wirst du immer das sehen, was dein Glaube dir vorschreibt. Und Freiheit hast du überhaupt keine, nicht die geringste. Solange du träumst, das ist ja diese Metapher, wo ich benutze, die eine extreme Vereinfachung von einer Vereinfachung ist, die du mit einer Basic-Logik verstehen kannst. Mhm. Habe ich auch genügend Beispiele, mein Speisekartenbeispiel. Bestimmst du, wenn du jetzt ganz normal in deiner Traumwelt als Brüssel in ein Lokal gehst und eine Speisekarte in der Hand nimmst, was du dir bestellst? Ich beweise dir, wenn du das genauer anschaust, dass du das gar nicht bestimmst. Wenn sich jetzt wiederholt, dass du deinen Lieblingsitaliener besuchen darfst, kriegst du jedes Mal dieselbe Speisekarte über ein gewisses Zeitfenster jetzt gesehen. Und du wirst feststellen, dass du dir wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen was anders bestellst. Dann wieder dieselben Gerichte, dann nochmal ein anderes Gericht. Aber bestimmst du jetzt in dem Moment, wo du die Speisekarte in der Hand hast, ob du, was du bestellst? Und wenn du wirklich jetzt der Beobachter bist, wo ich mir wünsche, dass du das wirst, dass du der wirst, der sich selbst beobachtet, vor allem wie du reagierst und wie du denkst. Das ist nämlich der Sinn des Lebens, dass du dieses Programm durchschaust, das ich, das blaue Ich nenne, das, was der Mensch ist, der du bist. Dann wirst du ganz einfach erkennen, dass du dir gar nichts raussuchst. Du nimmst die Speisekarte in der Hand, dann hast du zuerst einmal auf deinem Bildschirm, auf der VR-Brille in einem gewissen Abstand, deine Hände, stell dir vor, du hast der VR-Brille auf und du hast diese Speisekarte, da sind Worte drauf. Dann schaust du die Worte an, Schnitzel meinetwegen, Pizza, Nudeln, egal was, Salat. Dann schaust du die Worte an, die sprichst du dann eventuell und dann baut sich in dir ganz fuzzi, also ganz unscharfe Vorstellung auf. Und dann rastest du das ab und dann bestellst du. Aber was bestellst du? Du wirst das bestellen, wo in dem Moment auch eine Information, das sind ja Reizauslöser, und du reagierst. Du musst nicht unbedingt mit deinen Gedanken reagieren. Du kannst zum Beispiel auch mit deinem Hauch von einem Gefühl reagieren, von Zuneigung oder Ablehnung. Mhm. Ist auch eine Information. Sehr feinstofflich nenne ich das. Und du wirst das Gericht bestellen beim Abrasten, das du dir aufgrund von Worten übrigens wieder ausdenkst. Die Grundlage ist immer Worte. Ein Wort ist eine Programmstruktur, wie Ort. Ja. Du wirst dir das Gericht bestellen, wo du am meisten Zuneigungsempfunden hast. Mhm. Wann du, und jetzt müssen wir wieder Zeitfenster aufpassen, ich denke mir jetzt mal hier innerhalb einem gewissen Zeitraum bin ich so und so oft in dem Lokal, in demselben Lieblingslokal. An welchen Moment, den ich mir jetzt denke, von den vielen Momenten, die ich mir jetzt alle wie in einer Reihe in ein Zeitfenster reinstelle, ich welches Gericht bestelle, kann ich mir nicht raussuchen, weil ich mir nicht raussuchen kann, wie ich in dem Moment, wo ich die Speisekarte anschaue, und der Moment ist immer jetzt, aber ich kann jedes Mal ein anderes Gefühl von Zuneigung und Ablehnung für gewisse Gerichte empfinden. Mhm. Ich kann das nur beobachten, dass ich da gar keinen Einfluss drauf habe. Oder das Denken, darum wiederhole dich, probier doch diese Sachen aus, du kommst dann mit Meditation nicht weiter. Alles, was dir welche versprechen hier mit Meditation und all dem ganzen Zeug. Ja. Ich habe heute Morgen zum Beispiel wieder eine Mail, wo mich welche dann zuscheißen hier mit Mails, meinen, die haben der Weisheit letzten Schluss mit einem Wunder, einem Kuss im Wundern. Das ist eine von vielen Schriften, die ganz, ganz klasse sind. Das klingt oberflächlich gelesen wie Holofeeling. Natürlich mit der Vordersprache und mit der Physik im Hintergrund hat es gar nichts zu tun, aber ich sage mal, Holofeeling Light meinen viele. Nee, das ist, es ist einseitig ausgelegt eine tolle Sache. Du wirst von mir nie hören, dass irgendein Eintrag nicht stimmt. Erinnere dich an die letzten Selbstgespräche, wo wir nur in Wikipedia reingehen. Mhm. Die Frage, was liest du aus den Worten heraus? Warte mal einen kleinen Moment, ob ich das noch habe. Na, schauen wir da ganz kurz rein. Das habe ich schon gelöscht, da muss ich schnell in meine Mails reingehen.
Papierkorb. Da haben wir ihn doch schon. Ich mache mal das kurz auf. So. Das ist Kurs im Wundern, kann man ja runterladen. Kleinen Moment. Machen wir den nochmal. Ich betone, ich kritisiere nichts. Alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Das ist das, was ich dir sage. Es ist aber so weit weg von der heiligen Ganzheit. So, das wäre jetzt, da kriege ich hier zwei. Kriege ich diese auf unser Schmetterlingseffekt-Video, hat er mir geantwortet. Hier eine Ergänzung für deinen, der meinen Bereich erweitert. Absolut geistloses, dummes Geschwätz. Der war gar nichts erweitert. Der hat von dem, was ich sage, nichts verstanden, der mir das geschickt hat. Das ist jetzt Kurs im Wundern, finde ich klasse. Da schickt jetzt erst das Video. Der Weg ist Vergebung. Der Lehrer ist Jesus. Und das Resultat ist eine Erfahrung von Sicherheit, Schönheit und Frieden, die zu beschreiben, dir die Worte fehlen. Klick ein. Ist alles schön, alles richtig. Und jetzt kommt diese Lektion. Und da geht es dann schon wieder los. Die Geisteserforschung. Erforsche deinen Geist. Du kannst deinen Geist nicht erforschen. Du kannst nur etwas erforschen, was du selbst bist. Das sind die Kabelstecker. Die Kabelstecker im Auto. Wenn ich den Stromzuführung zu der Zündung wegmache, geht das ganze Auto nicht. Ob ich den Motor rausbaue oder den Stecker wegmache. Ja. Diese Kleinigkeit alleine ist schon, dass das alles nicht funktioniert, weil die nicht wissen, was Geist ist. Ich muss das dann mal genau definieren, was Geist ist oder was Bewusstsein ist. Mhm. Du kannst Geist nicht erforschen, dann musst du nämlich das Nichts erforschen. Geist ist etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann. Genauso wenig wie Bewusstsein, weil das ewig ist. Es ist die Quelle, die Ursache. Mhm. Du kannst deinen Intellekt erforschen und den Intellekt von anderen erforschen, die aber die anderen, die du dir ausdenkst, die anderen Denksysteme, die anderen intellektuellen Denksysteme, die werden ja genauso von dir erschaffen, sind Untersysteme von deinem Intellekt. Weil in deinem Intellekt ist alles drin, das Programm wirft alles auf, die ganzen KIs auf, die du dir ausdenkst. Und egal, ob jetzt ein Geologieprofessor, ein Physik- oder ein Chemieprofessor in dir auftaucht, wenn du träumst, muss ja das wissen, was der Sabbat auf dem Programm drauf sein, wo diese Figuren entspringen auf dem Bildschirm. Hm. Genau. Es ist alles ganz anders. Und die einzige Möglichkeit, die du jetzt hast, und jetzt geht schon los, deine Zukunft zu verändern. Das fällt bei Holofeeling schon weg, weil Vergangenheit und Zukunft ja. bedingen einander wie ein Wellenberg und ein Wellental. Jetzt wirst du feststellen, an die Vergangenheit, die du glaubst, konstruierst du zwangsläufig die Zukunft. Solange du glaubst, du bist als trocken, als sterbliche Säuge, die in der Vergangenheit entstanden, wirst du zwangsläufig immer Angst haben, dass du dich in der Zukunft wieder auflöst. Und ich sage, du musst das erste Mal drehen in die Transversale, in die Anoki, in die rote Ich-Achse. Keine Vergangenheit mehr, keine Zukunft. Alles, was überhaupt existiert, existiert hier und jetzt. Und dann wirst du feststellen, ja, da müsste ja das Kommen und das Gehen gleichzeitig passieren. Stimmt. Form einfach Gnade um. Jede neue Form, die du der Gnade gibst, zerstört die bestehende Form. Dasselbe passiert bei dir in deinem Denken, in deinen ständig wechselnden Informationen. Jede neue Information, die du Geist annimmst, jetzt Geist rot geschrieben, nicht denkbar, zerstört die bestehende Form. Es ändert aber an der Gnade überhaupt nichts. Es bleibt immer 200 Gramm rote Gnade. Du bist immer derselbe Geist, dasselbe Ich, dein ganzes Leben warst du noch nie ein anderes Ich. Darum fühlst du dich jetzt auch nicht älter. Das Gefühl von älter fühlen oder ist nur, wenn du wieder an den Körper denkst. Mhm. Was du ja oft nicht magst, der die meiste Zeit nicht da ist, wenn du über was nachgrübelst. Hm. Das ist immer auch selbst erklären, dass du die Vergangenheit, wenn ich jetzt schnipp wieder heute, hast du die letzte Zeit der Brille, wenn du glaubst, du bist das Holger-Programm oder eventuell bist du jetzt vom Computer-Brillenträger, wo war die ganze Zeit deine Brille? Dass ich das selbst das erkläre, die hat nicht existiert, weil was du nicht denkst, existiert nicht. Der ganze Körper war nicht da. Jetzt könnte ich wieder sagen, denk an deine Beine, wackeln mit den Zehen an den Beinen, wackeln da unten. Jetzt kriegst du ein Gefühl, das angeblich außerhalb von dir da unten ist. Probier es aus. Wo waren die Beine, wie du nicht dran gedacht hast?
Und sobald du die Beine fällst und ich sage, waren die letzten 10 Minuten da, denkst du dir jetzt 10 Minuten und schon die Frage, waren da die Beine da, legst du über die 10 Minuten die jetzt gedachten Beine drüber, über die jetzt gedachten 10 Minuten über das Zeitfenster und es ist sofort in dir, wenn du unbewusst bist, das Gefühl, dass die Beine die ganze Zeit da waren, dass du die ganze Zeit gefühlt hast. Die ganze Zeit ist immer jetzt. Die ganze Zeit, die du dir von der Vergangenheit bis in die Unendlichkeit und die Zukunft in die Unendlichkeit ausdenkst, Ewigkeit ist jetzt zusammengeschoben, wenn man es macht. Ohne Anfang und Ende. Und das Verrückte ist, das ist hundertprozentig sicher, das kannst du ohne großes Studium sofort überprüfen, was du dazu benötigst. Und das ist jetzt schon wieder Anführungszeichen, ist Bewusstsein. Du benötigst etwas, was gar nicht existiert. Ich könnte jetzt sagen, du benötigst dich selbst dazu, weil wenn es dich nicht geben würde, wären auch diese Gedanken nicht da. Mhm. Ja. Du bist das rotgeschriebene Immerseiende und das, was du denkst, ist das Existierende, ständig sich Verändernde. Und wenn du das wirklich nicht nur logisch mittlerweile, dir das logisch erscheint, nicht nur begriffen hast, sondern verstanden hast, ich sage, wenn das installiert ist, hast du von nichts und niemandem mehr Angst und du wirst alles, was in dir auftaucht, an Irrsinn und Wahnsinn von diesen Traumfiguren, wirst du mit einem Schmunzeln bestätigen. Das ist der wirkliche Sinnfriede. Es ist keine Angst mehr da. Und jetzt ist da nochmal, dass ich immer wieder schon auch in vielen Beispielen gesagt habe, wenn du jetzt maßgeblich, Zukunft ist ja nur eine Spur, wie sich dein Leben im Jetzt weiter verändern wird. Wieder auf den Gleisen der Logik, immer wieder täglich grüßt das Mund mit dir bis zum Erbrechen. Oder mal wirklich was Neues, aber für was vollkommen Neues brauchst du ein neues Programm. Ja. Darum ist es mit der Inspiration. Weißt du, wie oft ich dich inspiriere? Ich meine jetzt natürlich nicht den Brüssel-Udo. Inspiration ist jeder kleine Gedanke, der in dir auftaucht, wo deine Logik, der zweite, sofort im Keim erstickt, dass das Blödsinn ist. Du erstickst die Inspiration im Keim mit deiner Logik, weil die Logik sagt so ein Krampf, unlogisch. Das merkst du nicht einmal, da musst du mal einen Fokus drauflegen, wie oft du inspiriert wirst. Bin ich ganz gleich im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen. Und würdest du da ein bisschen neugierig werden, dieses nicht sofort, dieses unmöglich? Weißt du, so ganz, ganz einfache Sätze. Aber ich brauche doch Geld zum Überleben. Sag ich, stimmt, warum? Mhm. Weil du es glaubst, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und jetzt kommt der zweite, das ist jetzt eine Inspiration, der Satz, wenn ich dann frage, warum? Weil du es glaubst. Genau. Kommt sofort wieder der Zweite und sagt, ja, wenn ich das jetzt nicht glauben würde, brauche ich doch trotzdem mehr Geld. Damit hast du schon wieder erstickt. Verloren. Ja. Das heißt, den Mut habe, sich auf was einzulassen, was vollkommen unlogisch, eventuell sogar gefährlich erscheint. Das bricht eine vollkommen neue Spur auf. Aber nur, wenn du das nicht mit Kaufmannsdenken machst. Das ist dieser Satz, wenn ihr nicht wieder werdet wie Kinder. Kinder, unschuldige Kinder leben so. Wie ich immer wieder sage, wenn jetzt ganz, wenn da gar kein Werteprogramm drin ist, wollen die sich noch mit allen eins machen. Die wollen alles im Mund nehmen. Und dann kommen schon die Erzieher und die Lehrer, jetzt in unserer Märchengeschichte, und sagen, nein, schlecht, böse, das ist schlecht, das darfst du nicht. Und dann wirst du schon extrem zurechtgestützt. In der Religion, im Glauben, egal was es ist. Mhm. Ich bin Christ. Ich sage dann, was für einer. Kann mich in Almena erinnern. Buddhisten essen kein Fleisch. Ich sage, was sapperst du für einen Blödsinn daher? Dann geh mal nach Thailand. Es gibt genauso viele verschiedene spinnende Buddhisten, wie es spinnende Christen gibt und Juden, genauso überall Moslems gibt. Und alle sind zerstritten. All das steht in den Heiligen Schriften drin. Und jeder meint, jeder ist sich felsenfest davon überzeugt, dass sein Glaube der richtige ist. Und du bist der Einzige, der das durchschauen kann. Figuren von dir werden das niemals durchschauen. Ob du es zu durchschauen anfängst, wirst du feststellen, dass wenn du das langsam durchschaust, wird um dich rum immer wieder mal so ein Depp, so ein Verrückter auftauchen. Selig sind die Verrückten, sag ich, die sind das Sünderreich. Verrückt zu der bisherigen bestehenden einseitigen Normierung.
Erst wenn du verrückt bist, wirst du zu einem außergewöhnlichen Menschen. Dann bist du in der Lage, außerhalb deiner bisherig programmierten Gewohnheiten zu leben und zu denken. Solange du nur logisch bleibst, logisch ist eine geistlose Rechenmaschine. Geistreich ist was ganz was anderes. Geistreich ist Freiheit. Geist ist frei. Er ist nicht an eine Logik gebunden, er kann mit allen logischen Denksystemen arbeiten. Das ist so, ich sage, mach dir das, was du bisher bekämpft hast, zu eigen. Das brauchst du für deine eigene Vollkommenheit, die du immer bist, aber vergessen hast, eben durch deine Einseitigkeit. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles geistlos nachäffende Schwätzer sind. Sie rezitieren das und verwirklichen das in ihren Köpfen. Und dann sitzen sie vor Computerbildschirmen, platzen flackernde Lämpchen an und sagen, das ist ein Photon, ein Lichtteilchen, das ist das, das ist das, das ist ein Proton, das ist ein Elektron, das ist ein Doppelspaltexperiment. Genau hingeschaut hat er noch nie eine. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ja. Hat der gute alte Freund, ein alter Ego von mir gesagt. Weißt du, die Sätze, wenn du das wegwischst, das ist, wenn du Holofeeling jetzt studierst, das Segen ist Holofeeling. Schon die Tatsache, dass du mit Holofeeling konfrontiert wirst, ist ein Zeichen, dass du ein Auserwählter bist. Nach außen in der Äußerung wird sich an deinem Leben nichts verändern, weil die Grundprämisse bei Holofeeling ist, das Leben lebst du wie ein Schauspieler seine Rolle auf der Bühne unverändert weiter. Da mischt sich Holofeeling gar nicht rein. Es sagt dir nicht, was du glauben sollst. Es sagt dir nicht, mit welcher Meditation irgendein Ziel in der Zukunft von dir erreicht wird. Zum Beispiel Seelenfrieden irgendwann einmal erreichen in der Zukunft. Du kannst nichts in der Zukunft erreichen, weil in der Zukunft es gibt Zukunft nur als Gedanke, den du jetzt denkst. Wenn ich sage, sorge dich nicht um morgen, dann sorgst du, wenn du das nicht magst, diese Regel, diesen Vorschlag von mir halten, dann sorgst du dafür, dass du dich jetzt scheiße fühlst. Weil alles, was du fühlst, kannst du immer nur jetzt fühlen. Und wenn du dich um morgen sorgst, erzeugst du jetzt in dir ein Unwohlsein. Du sorgst dafür, durch diese Sorgen, für deine Sorgen. Ja. Baust ein Angstgefühl in dir auf, dass dieses oder jenes passieren könnte, damit hast du eindeutig nicht verstanden, dass in der Zukunft niemals irgendetwas passieren wird. Wenn ich jetzt sage, du in Bezug auf deinen Körper, du wirst nicht morgen dich auflösen oder übermorgen, was du sterben nennst, oder in 10 oder in 15 Jahren, wenn sich dein Körper auflöst, löst er sich rechts auf. Das ist jedes Mal der Fall, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Ja. Was an dir selbst, und jetzt kommt Holofeeling, ich erkläre, jetzt hast du mal, was du bist. Du bist ein absolutes Nichts. Und wieso? Weil du eigentlich in Wirklichkeit ich bist. Darum beginnen die Ohren Borings mit Ich bin du. Aber noch nicht ganz, weil ich bin der vorm Bücherregal und du bist noch der, der ein Buch in der Hand hat, der noch in einem Leben drin steckt. Und dieses Eck besteht aus unendlich vielen Unterecken. Und all das, was dir in all deinen Büchern, die prinzipiell in dir auftauchen, erklärt, ob das Physikbücher sind, ob das Chemiebücher sind, H2O, plus H, minus H, 2H, die sich ständig austauschen, das sind deine Gedankenwellen. Das Hydrogenium, wo schon Udo R drin steht, Hydro, das Erste, der Erste, ich sage immer, ich bin der Erste. Berosche, die Mitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Natürlich jetzt nicht in diesem flachen Kopf, den du jetzt vor dir hast. Da bin ich wesentlich mehr du, weil ich ja eigentlich behaupte, dass ich du bin, in diesem roten Kopf. Jetzt können wir uns in die blauen Köpfe, die wir uns ausdenken, was reindenken. Du wirst dann merken, dass es sich noch viel, viel mehr aufschaukelt, dass ich immer Sachen nur anspreche, wirklich nur anspreche. Du musst doch mal selber dir die Mühe machen, wenn du ein neugieriges Gotteskind wirst, das weiterzudenken. Aber es erfordert immer Wissen, dass du freischalten musst. Wenn du jetzt durch die Augen vom Holger schaust, weißt du nicht, was er sieht. Sitzt er vor einem Computer oder vor einem Laptop? Hat er Fenster, Wand hinter sich? Was sieht jetzt die Helene? Ich weiß es bei beiden, was die sehen. Hey, ich bin's. Könntest du jetzt auch, vorausgesetzt, du wärst schon mal jetzt ausgedachterweise in dieser Wohnung vom Holger oder von der Helene gewesen?
Aber was natürlich die Spiegelungen interessant sind, sind in unserem Wippertal-Beispiel, wo ich wieder sage, ich denke an so einen Saal, wo ich einen Vortrag halte als Udo, und da sind 201 Menschen in dem Saal. Und dann sehe ich, da ist einer, das ist der Erste, der vorne steht, der sieht zwei in zwei, der schaut in der Regel in 200 Gesichter. Das sind die im Zuschauerraum. Und dann sage ich, dann sind, sagen wir mal, 18, die erste Stuhlreihe, die sehen die meiste Zeit, wenn die da sitzen, auf ihrer VR-Brille immer bloß ein Gesicht. Den Vortragenden. Das habe ich ja oft angesprochen. Aber das ist wieder bloß eine Seite. Der Udo hat hinter sich im selben Moment eine Wand. Könnte jetzt natürlich Videobeamerwand sein, egal was es ist. Die in der ersten Stuhlreihe haben vor sich ein Gesicht, den ersten, und hinter sich viele Gesichter. Die aber natürlich erst zu existieren beginnen, wenn du die Rückseite dir anschaust dazu. Ganz hinten, die haben hinter sich Hinterköpfe und ein Gesicht und hinter sich eine Wand. Die in der Mitte drin sitzen, haben das Spiel hinter sich Gesichter und vor sich Hinterköpfe und einen Kopf. Das ist immer wieder, was ist da? Jetzt mache ich bloß die anderen Seiten mit dazu. Geh nur den Gedankengang mit. Jetzt kannst du dann sagen, ja, was bringt mir das? Das ist doch alles bloß Spinnerei. Nein, das ist elementar wichtig. Das sind diese Kleinigkeiten, dass du dir mal bewusst machst, was da ist. Ich habe ein paar Mal jetzt schon angesprochen, weil da übrigens auch ich jetzt als Brösel Udo angesprochen wurde, normal gedacht, wo ich sage hier, bring mir doch, die Physiker sind so blöd, dass die nicht einmal registrieren, wenn ich sage, es gibt keinen Menschen, der jemals einen Laserstrahl gesehen hat. Den sieht man doch, ich werde dir beweisen. Du wisst das, wo ich immer wieder sage, was du siehst, ist nicht das Licht, der Lichtstrahl. Ganz präzise zu sagen, was ist jetzt da. Und es existiert halt immer bloß das, was jetzt da ist. Und dann wird dir irgendwann einmal bewusst, dass die ganze, wo du dir Angst machst über die Zukunft, da ist nicht irgendein Gedanke von dir schuld. Weil die Gedanken können nur so sein, wie sie von dir gedacht werden. Ob du an Menschen denkst, ob du an Grieche, an Zustände, an Vergangenheit denkst, egal was du denkst, du erschaffst es mit einem vollkommen fehlerhaften Wissen. Das ist dieses Führerscheinprüfungsbogenprogramm, wo ich gesagt habe, was du jetzt dein eigenes Ego nennst. Und der Sinn dieses Lebens ist, dass du genau dieses fehlerhafte Programm durchschaust. Und das benötigt eigentlich, das Wissen ist ja das Programm. Aber dass du immer meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Das ist der Wahn, das ist ein absoluter Wahn, diese Rechthaberei. Und solange du das jetzt um dich rum hast, ist es noch in dir drin. Und dann kommen wir zweimal wieder 16 Zeiten haben, dann kommt eine Phase, wo das natürlich immer noch da ist, aber dir das bewusst wird, warum das so ist, weil du dir das so denkst. Ein Film, ein Zeitungsausschnitt, ein Bild beinhaltet nicht die geringste Qualität. Qualitäten entstehen durch das einseitige Wertesystem dessen, der sich diese Information in dem Moment selber ausdenkt. Die ist immer noch wertfrei. Wenn du Emotionen kriegst, wie du auf Emotionen reagierst, Mitleid, eine tödliche Falle, Sympathie, eine tödliche Falle, die Ursache von Schmerz. Das setzt die Emotionen, wo wir jetzt mal normal sprechen, in Nachrichten, wo ich ein paar Mal angesprochen habe, dass die so auf Angst aufbauen. Das ist das Druckmittel schlechthin, könnte ich wieder sagen, von irgendwelchen, die die Menschen manipulieren wollen. Das ist immer die Spiegelung in der eigenen Angst. Aber dann sehe ich hier, ich denke mir jetzt die Syrien-Krise mit Assad, wo hier über Tage in den Zeitungen die blutenden, zerrissenen Kinderleiber eingespielt wurden, um Emotionen zu machen, dass man dafür ist, für den Krieg, weil man muss ja die Kinder retten. Das, was die sehen, die plötzlich für den Krieg sind, sind einfach nur flackernde Lämpchen oder Fetzen Papier mit Farbe draufgeschmitzt. Wieso? Weil dieser tiefe Glaube, dass das vorher da außen fotografiert wurde und dass das da außen so ist, das ist die Ursache für dein Leid. Aber die eigentliche Ursache ist, weil du nicht mehr in der Lage bist zu erkennen, was jetzt eigentlich wirklich da ist. Es sind Hirngespinste, Hirnwichsereien, die du selber, du erschaffst dein eigenes Leid. Das ist hundertprozentig sicher. Und da sage ich jetzt sehr streng, mir pinkelt keiner ans Bein. Keiner kann sich in irgendeiner Form, wenn du jetzt Geist bist und mich sprechen hörst, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was du dir selber antust, wenn du auf diese Worte jetzt nicht achtest, die ich dir mitteile. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dich eines Besseren besinnst. Ich für meine Seite bin nicht nachtragend.
egal was du machst, ich begnadige dich. Weil ich weiß, dass du ein träumender Geist bist und dir das nicht raussuchen kannst, was du träumst. Ich werf dir nicht vor, dass du das träumst, dass du so reagierst, dass du das glaubst. Das konntest du dir nicht raussuchen. Was ich dir vorwerfe, ist, dass ich dir jetzt die Hand reiche, dass du wach wirst. Und dass du nicht ums Verrecken holen wach werden willst. Und ich lasse dich tausende Male erbärmlich verrecken, bis du das die Hand annimmst. Und das musst du jetzt machen. Wir können jetzt das Gespräch abwenden und es werden von einer Sekunde die nächsten Bilder in dich auftauchen, innerhalb von, jetzt muss ich schon sagen, wieder von kürzester Zeit. Es ist alles so trügerisch. Ich sage mal, mit wenigen Gedankenwechseln wird sich um dich herum alles wie durch Zauberhand verändern. Obwohl sich dabei oberflächlich betrachtet, ich betone das immer wieder, im ersten Moment gar nichts verändert. Wie musst du das verstehen? Du musst deinen tiefsten inneren Glauben austauschen und vervollkommnen. Und vervollkommnen ist nicht, dass du das, was jetzt da ist, wegmachen musst, das Haar. Sondern du musst vollkommen neue Gedanken, die gebe ich dir mit Holofeeling natürlich immer noch angepasst an deine jetzige Logik, die musst du mit dazu nehmen, um dich zu vervollkommnen. Und wenn ich sage, oberflächlich wird es nichts verändern. Ich bringe nochmal ein altes Beispiel. Wir denken uns jetzt ganz normal als Brösel und wir sitzen in einem Biergarten und unterhalten uns über was Nettes. Oder über was Schreckliches. Über Grieche, egal über was. Und jetzt sitzen wir da und jetzt denken wir uns drei Menschen und wir schauen zuerst einmal im tiefsten Innern rein, was die glauben. Wir sagen, der eine glaubt das, was du zurzeit auf deinem Programm hast, dass er auf einer Erdkugel ist, die ein Teil ist, der dritte Planet im heliozentrischen Weltbild, dass er in der Vergangenheit geboren wurde von seiner Mutter. Das glaubt der Erste. Der Zweite glaubt im Prinzip dasselbe, bloß wir setzen einmal jetzt, denken wir uns, den Glauben. Der glaubt dasselbe, bloß was er glaubt, er befindet sich auf einer Scheibe. Man wusste noch nichts von der Erdkugel. Und der Dritte, der sagt jetzt, ich bin in einer Matrix, ich träume jetzt. Im tiefsten Innern glauben. Diese drei Grundglauben ermöglichen genau diese Situation, dass man zusammensitzt auf der Oberfläche, auf den sichtbaren Bildern, in einem Biergarten. Egal über welches Thema wir uns unterhalten, all diese Themen sind durch diese drei Grundprogramme möglich. Wenn du jetzt das austauschst, ich sage den Glauben vom Ersten und vom Zweiten, ich bin ein sterbliches Säugetier, ob ich jetzt glaube, ich lebe auf einer Kugel oder auf einer Scheibe, kommt ja nicht als sichtbar auftauchende Information ins Spiel, wenn wir uns jetzt meinetwegen über Fußball unterhalten oder über einen Griech unterhalten, hat ja mit dem Grundglaube nichts zu tun, bleiben die Bilder gleich. Dasselbe ist, wenn ich jetzt sage, ich träume jetzt, bloß die Bilder auf der Oberfläche bleiben gleich. Wenn ich jetzt aber den Grundglauben austausche und wir unterhalten uns über Fußball oder über irgendwas anderes, bleibt es unangetastet, weil das ja mit das ungefähr so, ich sage jetzt, du tauschst die Betriebssysteme aus. Ich kann dasselbe YouTube-Video anschauen mit einem Windows-Computer, ich kann das mit einem Linux-Betriebssystem anschauen und ich kann das mit einem Apple-Betriebssystem anschauen. Die Bilder bleiben komplett die gleichen. Was will ich dir damit sagen? Dass aber dein Seelenfrieden, wenn du im absoluten Hintergrund jeden Moment weißt, ich träume jetzt bloß. Wirst du mit den Zellbildern ganz anders umgehen? Du wirst zum Beispiel in keinster Weise, wir können ja jetzt reden, dass irgendwie die Bilder sich auflösen, es ist dann bei dir schon vom Tisch. Du wirst keine Angst mehr haben, dass du in der Zukunft sterben musst. Du hast keine Angst mehr, dass sich dein Körper auflöst. Weil mit dem Glauben weißt du, was du bist. Mit den anderen zwei Glauben bist du immer noch ein Gedanke von dir. Die Bilder, die hier sich austauschen, sind dieselben. Nicht einmal die gleichen, sondern wirklich dieselben. Aber durch den tiefen inneren Glauben, dass ich jetzt träume, dass die hier ohne mich gar nicht geben würde, gehe ich ganz, ganz anders mit den Bildern um. Mit dem Hintergrund der Angst, ich wurde geboren, habe ich immer Angst, dass ich mich wieder auflöse. Und ich habe überhaupt kein Wissen, dass ich was anderes bin wie ein Gedanke von mir. So, und jetzt lass uns in Schriften reingehen und schauen wir mal, was die großen Meister reden oder die ganzen Gurus, die dann ihre Lehrgänge geben. Und dann schwingt immer trotzdem noch dieses normale, unbewusste, raumzeitliche Denken mit. Da wird nicht drauf hingewiesen. Das ist, wenn ich immer wieder sage, jetzt was wirklich außergewöhnliche Menschen sind,
es sind Figuren in deinem Traum, ob das der Depperwein, der Dolle, der Karl Renz ist, der Dieter Lange jetzt, wo ich sage, ich finde den Typen ganz toll. Es ist ein rezitiertes Wissen von angelesenem Wissen von Schamanen, all die ganzen Weisheiten. Er spricht eigentlich schon, aber es, das Wesentliche wird nicht angesprochen. Der Korbestecker ist abgezogen. Das eigentliche chronologische Denken und das materielle Weltbild wird in keinster Weise darauf hingewiesen. Nee. Da kann ich dir den feinsten Turbomotor in das Auto reinmachen, wenn ich hier den Strom von der Zündung wegmache, dann geht das Ding nicht. Ja. Das heißt, es ist nutzlos, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du verstanden, was du bist, wirklich verstanden, was du bist, oder du hast es nicht verstanden. Und du hast es mit Sicherheit nicht verstanden, wenn du sagst, ich bin ja Geist, weil jetzt machst du dich schon wieder zu einem ausgedachten Geist. Das ist, erinnere dich, was ich gerade gesagt habe, ein Kuss im Wundern. Ja. Überall in diesen ganzen Schriften, es ist Licht nicht unbedingt an der Schrift selber, sondern an den falsch ausgelegten Tatsachen. Beobachte deinen Geist. Das ist wie wenn ich zu deinen Augen sage, schaut euch einmal selber an. Das können die Augen nicht. Und in dem Moment, wo du deine Augen anschaust, sind die Augen, die du jetzt siehst, im Spiegel oder auf einem fetzen Papier als Fotografie, sind nicht deine Augen. Da ist ganz der Punkt im Hintergrund, der eben nichts ist. Und das ist das Ewige. Das war Masi, das bist du selbst. Akzeptiere es oder akzeptiere es nicht. Wenn du es wirklich verstanden hast, ist jegliche Form von einer Sekunde zur anderen. Sekunde. Sek, kann man auch das Eck lesen. Das raumzeitliche Eck, wo du reinschaust. Ist jegliche Form von Angst weg. Und dann höre ich dann sofort den zweiten wieder sagen, ach, das ist ja so toll, was der sagt, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Das ist wie bei den Filmen, die amerikanischen Filme, wie ich sage. Das Einzige, was die Amerikaner wirklich perfekt können, in Hollywood, sie können so tolle Filme mit einem wunderschönen Happy End machen. Und ihr Idioten nennt es Kitsch. Weil die Wirklichkeit ja nicht so ist. Das sind ja bloß Traumwelten. In Wirklichkeit gibt es ja diese Happy Ends gar nicht. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und vor allen ausgedachten Menschen sagst du mal für dich selbst, solange du das glaubst, weil du kannst nur deinen Glauben verwirklichen. Und alles, was deinen Glauben widerspricht, ist ja sowieso verkehrt, falsch. Ich sage, das sind die Perspektiven, die dir zur Heiligkeit führen. Es ist ein stiller, intimer Akt. Da musst du mit keinem drüber reden. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Du musst mit keinem darüber reden. Du musst mit keinem Menschen, den du dir jetzt überlegst, sprich ausdenkst, du bist ja immer. Und was du siehst, sind deine Gedankenwelt. Ich sage immer, ich rede mit dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Mit der Quelle. Ich erkläre der Quelle, dass sie die Quelle ist. Ein Gedanke, was herausgeflossen ist, ist nicht die Quelle. Wobei das jetzt übrigens eine einseitige Aussage ist, wenn du jetzt wirklich die kybernetische Schleife verstanden hast, beißt dich die Katze wieder in den Schwanz. Dann bist du dann doch wieder Teil der Quelle. Was ist jetzt das Meer? Das Meer, die Wellen, die Spritzer, der Dampf, die Wolken, das Regenwasser, das vom Himmel runterfällt, was ist eigentlich das Meer? Das sind doch nur wieder zerdachte Facetten einer heiligen Einheit, die du dir jetzt als einen Kreislauf vorstellst. Aber Karai, wissen wir, heißt wie. Du hast einmal Rai als Spiegel hebräisch gelesen, aber Rai heißt wieder Kopf des Schöpfergottes. Und der macht jetzt Licht. Und dieser Kopf des Schöpfergottes ist das Licht, das jetzt entweder blau gelesen in dir aufgeht, die Schöpfung einer aufgespannten Facette, oder wir machen das jetzt ganz heilig, dann ist der Schöpfer UP, weil F ist dann BH. Mhm. Also P als Konsonant gelesen. Nicht, nicht ausgeblasen, sondern. Wie war das nochmal mit dem Aleph, der lautlose Konsonant, den du eigentlich nur die Vokale hörst, aber das Aleph selber ist nur das Mund aufmachen. A, E, I, O, U. Das ist die Weisheit.
Darum sagen wir, ob wir jetzt linguistisch machen, egal in welches Fachgebiet wir reingehen mit Holofeeling, wird es alles, egal was du denkst, egal welche Religion, egal welche Sprache, sind Puzzlestückchen. Und da musst du dich jetzt auf die wesentlichen Elementareinheiten konzentrieren. Darum ist auch zum Beispiel Naturwissenschaft, wo ich sage, die Hocharithmetik ist so unendlich zerdackt in Sackgassen rein, das ist so unnötig, das ist so unendlich unnötig. Wenn ich zum Beispiel sage, die Formel x plus 1 ist neues x, wir beginnen bei 0, 0 plus 1 ist 1, x ist dann 1 plus 1 ist 2, x ist dann 2, diese Iterationsschleife. Das Prinzip verstehe ich eigentlich schon, wenn ich sage, ist dann 3, ist dann 4, ist dann 5, dann habe ich das Prinzip eigentlich schon verstanden. Da muss ich doch nicht Unendlichkeitstheorien aufstellen mit größeren und kleineren Unendlichkeiten. Ich habe mich jetzt dann festgefressen an einem Nichts, das ein winziger Bereich ist von dem Ganzen und red von der Unendlichkeit, von verschiedenen Unendlichkeiten. Macht dich das schöner, macht dich das glücklicher, macht dich das satt? Gut, wenn du ein paar Idioten findest, die du dafür begeistern kannst, kriegst du vielleicht einen Nobelpreis dafür. So wie der Obama einen Friedensnobelpreis gekriegt hat. Obwohl er tausende von Bomben angeblich habe ich aus der Zeitung heraus. Merkst du, mir sind schon wieder ein paar Worten, wo ich Vorstellungen in mir aufbaue. Ich kann das nicht. Das müsste ich gleichzeitig bei jedem Satz, bei jedem Ding, wo ich bringe, müsste ich dich darauf hinweisen, weil ich merke, wenn ich in dich reinschaue, ich beobachte dich hier laufend. Dass das weg ist, die meiste Zeit ist es weg. Darauf solltest du dich konzentrieren. Darum sage ich, mach das Einzige, da geht es nicht um Wissen. Sich möglichst präsent, Präsenz, im Jetzt, zerst einmal vor allem, was du überhaupt denkst, dir bewusst machen, was ist jetzt da? Warum denke ich jetzt das? Und du wirst feststellen, dass du Reaktion, Aktion, Reaktion, Reizauslöser, Reaktion, das Gedachte, wie ich so oft sage, das Klingeling-Beispiel. Ein ständiges Umformen der Gnade, weil jede neue Form, wo du kriegst, sofort wieder interpretiert wird und diese Interpretation zwangsläufig eine neue Information erzeugt, auf die du wieder reagierst. Ein Gefühl von Hunger und du denkst, ich habe einen Hunger. Dass du das denkst, ist ein Reizauslöser. Dort ist ein Gefühl. Du denkst, ich habe einen Hunger, das entsetzen. Aufgrund dessen, weil du jetzt denkst, ich habe einen Hunger, wirst du sagen, ich muss mal Brot machen. Weil du dir denkst, ich muss mal Brot machen, Reizauslöser, werden sich die Bilder auf deiner Verabrede verändern, weil du wahrscheinlich in die Küche gehst. Du musst dir das Brot nicht machen, Brot, es ist in dir drin, das hast du nämlich im Adam. Du kannst natürlich auch sagen, ich war ständig mit Brot konfrontiert. Br heißt das Äußere unter anderem. Wir haben natürlich eine positive Bezeichnung auch, die Reinheit. Und Ort, aufgespannte Erscheinung. Kreiste Spiegelung. Das ist die Vatersprache, göttliche Sprache. Neue Logik ist wie ein neues Leben. Ein vollkommen neues, absolut neues Leben. Nicht nur eine Variation von einer Variation von einer Variation. Die Leben, die du mit einem Programm aufschmeißt, das können Mittelalterleben sein und das können Science-Fiction-Leben sein. Das Bücherregal ist, die Belletristik ist sehr groß in allen möglichen Bereichen, was du Zeit nennst. Die Rollen, die du spielst, spielst du aber immer jetzt. Du selbst dabei, der Mittelpunkt, rollt nicht. Das ist wie der Schauspieler, der eigentliche Schauspieler, der ist nicht traurig, wenn er in seiner Rolle Traurigkeit spielt. Er hat keine Schmerzen, wenn er Schmerzen spielt. Er ist einfach nur. Wie ich so schön sage, und wenn du auf der Bühne stehst und du musst jetzt heulen und Traurigkeit spielen und es gelingt dir, du wirst dich als Schauspieler freuen, wenn es dir dann gelingt, das Tränen bei deinem Ausgedachten, bei deiner Rolle, bei dem Körper runterlaufen. Das sind immer an die 16 Seiten hängen. Da gibt es so viele Aspekte, das kann man am Anfang nur erahnen. Alles, was ich sage, tausende Mal erwähne ich, das ist kein esoterisches, kein religiöses und schon gar kein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Geschwätz. Es ist das, was du Geist, jeder Geistesfunk von mir, selbst mit dem Intellekt eines Zehnjährigen sofort auf der Stelle überprüfen kann, wenn er neugierig ist. Das ist genau komplett weg. Das ist der größte Mangel, den du überhaupt hast, ist Neugier. Selbstverständlich, komm mal zweite Seite, bist du neugierig, aber du bist nur neugierig auf Sachen, wo deine Logik sagt, es bringt nichts.
Du musst neugierig werden auf all das, was du überhaupt nicht kennst. Du musst neugierig werden, wenn ich sage, wenn in dir einer auftaucht, den du bisher bekämpft hast, wo du sagst, es ist ein totaler Spinner, ein Lügner, wo dir die Haare zu Berge stehen. Was für ein Programm hat er? Hätte ich den sein Programm, würde ich das genauso sehen. Und ich würde die Situation genauso empfinden, wenn ich den sein Wertesystem in mir laufen hätte. Nein, das will ich nicht haben. Sagst du, wenn das Leid erzeugt. Ich sage aber, der hat Sachen, wo in ihm Freude erzeugt war, wo in dir Leid erzeugt. Und jetzt sind wir wieder, es geht nicht um Plus, Minus. Wir wollen keine Kategorie zwei Fragen beantwortet haben. Wir wollen erkennen, was wirklich, wirklich ist. Du selbst rot geschrieben, du bist das wirkende Licht. Du bist die Lampe im Projektor, wie ich das sage. Egal, welcher Film in dir läuft, welches blaue Ich, welches Leben du durchlebst, egal, welchen Film du dir jetzt Lebensfilm du dir anschaust. Er wird von demselben Licht erzeugt. Das ist, das lese ich. Und deine blauen Ichs, deine Bücher, wo du durchlebst, die Leben, die Programme, die Videospielprogramme, die du jetzt aufhörst, die werden alle mit denselben, vom selben Geist erlebt. Das sage ich dir, vom Bücherregal ist komplett aus dem Schlamassel draußen. Schlamassel habe ich jetzt aber mal gesagt, ist übrigens ein hebräisches Wort. Ja. Kannst ja recherchieren. Zum Massel zu filmen, man sagt Masseltoff. Masseltoff. Und das Doff schreibt sich 962, eine gespiegelt. 9, die Spiegelung. 6, aufgespannt. 2. 9, die Spiegelung, ist eine aufgespannte Polarität. Genau. Dualität, Entschuldigung. Der Holger hat mich verbessert. Dualität. Ist natürlich als Ding an sich, dass du mal das Aufspannen selber ist eine Polarität. Aber das Dual ist wichtig, weil man dann bei der Polarität die Mitte schon wieder unterschlagen. Das ist Dual und das ist Polar. Ja. Wir müssen die Mitte, das ist die Synthese. Erst durch Dualität entsteht Synthese, wie der Name schon sagt, Dual. Geöffnet, aufgespannt ist nichts. Zwei in Zusammensetzung. Dual übrigens schreibt sich 80, 70, 30. 80 das Wissen. Des augenblicklichen Lichtes 70, 30 und das heißt etwas hochheben und ein Joch aufbauen. Das ist Tun, Machen, Handeln. Die Verbformen. Erinnere dich in den letzten Selbstgespräch, wo ich auf den Tempus eingegangen bin. Den Aroisten. Der Aroist. Der Tempus. Was mit den Tempus passiert mit den Verben. Dass rein diese grammatikalischen Formen in dir das Gefühl von Vergangenheit und Zukunft erzeugen. Darum nennen wir die Verben auch die Zeitwörter. Obwohl Zeit immer hier und jetzt ist. Eben weil du nur hier und jetzt was erfahren kannst, kannst du dir jetzt was in die Vergangenheit denken, wenn wir sagen, wir werden jetzt dann Fahrrad fahren heute. Können wir nur jetzt. Darum lassen wir es jetzt gut sein. Danke, danke. Wie weit Gedanken von dir Fahrrad fahren können oder ob die das tun, wenn du nicht dran denkst, ist wieder eine andere Frage. Genau so ist es. Genau so ist. Das hängt jetzt davon ab, welches Programm du laufen hast. Ja. Wünsch dir was. Ihr Geist. Nicht der Helene, über die Helene und den Holger mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Über den, der jetzt vor dem Computer sitzt, machen wir auch keine Gedanken. Den geht es verdammt gut, wenn ich nicht mehr denke. Ja. So ist. Die Probleme sind immer nur da, wenn dran gedacht wird. Problem hat das Vorgelegte. Jeder Moment, von Moment zu Moment, ist ein neues Problem. Das sich aber von selbst wieder löst, und im selben Moment das nächste Problem entsteht. Genau. Ist jetzt Problem für dich nur was Negatives? Kann das nicht auch extrem positiv sein? Vor allem, wenn ich merke, hey, ich kann ja darauf hoffen, H, die Quintessenz ist O, FF, zwei Facetten. Darum ist ja das Ani. Darum heißt Ani ja auch Schiff. Ja. Shi, der Logos deines Intellekts, erzeugt immer zwei Facetten. Dieses 80-80. Okay? Ja. Und dieses Shi, wissen wir, heißt auf Hebräisch Geschenk. Das Geschenk, dass du im Meer zwei Facetten bekommst. Aber du immer bloß eine davon anschaust und die andere meistens bekämpfst, nicht haben willst. Das Gegenteil. Okay, spielen wir noch eine Runde. Liebe, meine Liebe, danke, danke, danke.